Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community, hier zu Cygnus mit mir, dem Chris. Und ja, wir haben jetzt endlich in der letzten Folge unseren Zirkus angeworfen. Wir haben Energie erzeugt. Das ist sehr schön. Ah, wir sind Stufe 6, auch schön. Ja, bei Weapon Mastery sind wir auch bald soweit. Und ja, das ist schön, dass man hier durch das Machen skillt. Finde ich gut. So, jetzt müssen wir mal schauen hier. Jetzt müssten wir eigentlich theoretisch das Ding hier freischalten können. Ja, können wir. Was auch immer das war. Ich hab's schon mal vergessen. Was ist das? Oh, da kommt jemand raus. Das ist die Cloning Facility, stimmt. Whoa. Are you okay? I'm more than okay. I'm whole again. Er ist wieder in Ordnung, ja. Okay. Whole? Zusammen? My new body was only partially processed before you came along. Ach now so. I'm 100% functional and ready to resume my duties. Okay, aber also noch nicht ganz zusammengebaut, bevor wir gekommen sind. This cloning facility's bioprinter must have shut down before he could be fully reinstated. Ja, der Biodrucker wurde ausgeschaltet, bevor er fertig gedruckt war. So that's like a 3D printer, but for people. But for people. Sehr schön. Okay, das sind 3D-Printer für Leute. Not people. Okay. Disposables. Disposables. Though the rest of your statement is not entirely inaccurate. Essentially, a biological mind is transferred into a new body. Uh-huh. Sorry. I don't think I got your name. No need to apologize, friend. I'm Max 23, disposable contractor for Cygnus Enterprises. Pleasure to meet you. What? Likewise. It'll be great to have some company around. You're a new contractor, right? You must have tons of questions. Ja, weißt du, was hier passiert ist? Unfortunately, no. Ja, unglücklicherweise nicht. I was disposed at another base. At least I think I was. Sadly, my memory is a tad hazy. Though, if we find my crew, we should be able to get back up to speed, no problem. Wir sollen seine Crew finden. You're a new contractor, right? You must have tons of questions. Ja, was ist disposable? Unlike birthborn employees, disposables are artificially engineered to complement the company's labor force. We exist to serve. Oh. Anstatt wirklich geboren zu werden, also durch Geburt, werden die Disposables halt durch durch Engineering, also werden hergestellt. Ja. Wir existieren, um zu dienen. Alter Falter. You're a contractor, right? You must have tons of questions. I'm single. Contractor, I've received an important update from Cygnus Enterprises. Okay, was sollen wir jetzt machen? Go on. You are now eligible to enjoy the perks of the cloning facility. Congratulations. Ah, ja. Wir können jetzt also Leute klonen. Your contract stipulates, in the likely event of the contractor's disposal, the company will promptly reconstruct the contractor in an on-site cloning facility. Im Falle dessen, the technology is available. Im Falle dessen, dass der Kontraktor zerstört wird, wird die Company ihn rekonstruieren. Alles klar. And na denn. What if I opt out? Opt-out clause not found. Refer to Company Statute 880. Never renegotiate a contract. Was ist, wenn er das nicht will? Nö, das gibt's nicht. Alles klar. So, was macht denn der Typ jetzt? Has no home, okay. Wieso hat denn der No Home? Das heißt, press P-Key to the Promotion Key. Jetzt sind wir Employee. Jaha. Sehr schön. Supervisor und Deputy Manager. Okay, alles klar. So, jetzt haben wir hier, warte, bei Pilot wollte ich was reinpacken. So, ja. Und jetzt will ich hier seine Drohne haben. Oh, da brauchen wir zwei. Wieso, aber zwei haben wir doch schon. Achso, wir müssen das hier erst machen. Und jetzt das hier. Sehr schön. Hammer. So, was ist. Ach, er skillt auch. Alter, nein, er skillt auch. Oh Gott, ist das geil. Och, das wird lustig. So, hier können wir was Neues hinzufügen. Wir können jetzt den Hut wechseln. Jawohl. So sieht das gut aus. So, die haben wir schon. So. Skills, genau. Wir brauchen einen neuen Skill und zwar Charge Attack. Genau. Sehr schön. Aber können wir das direkt entroppen? Nein, können wir nicht. Okay. Das wird Charge Attack.
Das ist die Flashbang, das ist die Energy Bomb. Genau, so will ich es haben. Ich verstehe nicht, warum ich hier noch einen Punkt habe. Ach, weil ich hier noch, ich kann hier noch welche... Nee, ich kann hier nichts weiter machen. Ah, ist cool. Okay, alles klar. So, Waffen haben wir. Das lassen wir so. Das lassen wir so, okay. So, wo sind jetzt hier meine Raketen-Dingsbums? Das ist egal. Assign to any building. Okay, wo ist denn Mix? Wo ist denn der hin? Jetzt sind wir Employees. Employees. So, alles klar. Okay. So, die haben wir zu tun. Alles klar, alles klar. So, was haben wir hier? Ist der Recycler? Können wir irgendwas recyceln? Nee, wir brauchen nichts recyceln. Energie haben wir noch. Cloning Facility. Okay, was kann ich hier machen? Using a clone vessel charged during a combat mission allows you to redeploy into the field. Ach so, okay. Wenn wir also so ein. Wir können respawnen, wenn wir denn so einen clone vessel charge haben. Okay. We reset. What? Using a clone vessel charge in the cloning facility, we reset all attribute levels and refund all AP and SP. Ah, man kann also seinen kompletten Skill Tree zurücksetzen und dann wieder neu vergeben. Okay, sehr schön. Gefällt mir. Clone vessel charge. Da brauchen wir Biomass. Biomass. Und was ist das hier? Okay, wir brauchen dreimal Biomasse. Okay, kriegen wir hin. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nochmal. Jetzt steht hier neunmal Biomasse. Willst du mich gerade verarschen? Ich habe nicht dreimal aufgetickt. Ich habe nicht dreimal angeklickt, ne? Ja, Max. Max, 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 Max. Ey. Nein, nicht. Max, talk to Max. I can't go to bed on an empty stomach. Achso, okay, dann müssen wir den also anders vertüdeln. So, make a charge. Quest complete. Immortality, genau. Und jetzt können wir respecken, genau, das wollen wir nicht, sondern wir haben jetzt erstmal eine Charge haben wir jetzt über. Alles klar. So. Assign Max to any building. Ja, wie mache ich das? Ach, hier, genau. Okay, das heißt, wir packen den mal hier rein. Dann geht das wahrscheinlich schneller. 0 von 2 Employees. Ich kann hier nichts anklicken. Okay. Wir drücken mal P. EP nicht. Wir drücken mal hier. So. Und was? Wie kann ich dem jetzt... Ach, gucke. Den kann ich... Könnte ich den sogar mitnehmen dann, Max? Okay, der hat bloß eine P1-Pistole, das ist blöd. Du kriegst eine P2-Pistole. Und du kriegst einen Raketenwerfer. Achso. So. Das ist ja immer noch die Level-1-Pistole. Du sollst ja die Level-2-Pistole kriegen. So, so ist gut. Alles klar. So. Summary, okay. Attributes und Skills machen wir später. Promotion, ja, Supervisor können wir noch nicht sein. Okay, wie kriegen wir jetzt den... Wie kriegen wir den jetzt hinzugewiesen? Okay. Ach, hier, genau. Employee Management, alles klar. Build Shelters. Okay, Auto Assign. Science Facility, genau, alles klar. I don't mean to give unsolicited advice, boss. But it would benefit my efficiency rating if you would provide me with some food and shelter. There's plenty of space on the sidewalk, surrounded by a buffet of biomass. Oh, I guess that's all right. What kind of boss makes their employees sleep outside and eat grass? A cost-effective one. A cost-effective one? Don't worry, Max. I'll make sure you feel at home. Yeah, yeah, yeah. Und wo soll ich jetzt hier ein Haus bauen? Hier? Wie kann ich denn bauen? Ich weiß ja gar nicht, wie man hier baut, ey. Wie geht das? Build Mode. Ah, wow. Ist ja geil. Okay, was haben wir hier? Operations. Landing Pad. Warenhaus. Production. Processing Plant. Recycler. Farmhouse. Factory. Alter, was gibt's hier alles? Solarpanel. Windturbine.
Ein Shelter. Eine Kantine? Ja. Alter, brauchst du einen Powercore jedes Mal dafür? Oh Gott. So, hier, du kriegst jetzt ein Shelter. Und zwar, ja. Ne, warte, er könnte hier hinten wohnen. Aber was heißt das? Was heißen diese Pfeile? Dass man davon profitiert, oder was heißen diese Pfeile? Was heißt das? So, du wirst da wohnen. Can affect the quality of other buildings within their range. The quality of buildings increase their efficiency. Next space. Positively affected by service buildings, Kantinen und Stores. Ach, jetzt haben wir es falsch hingebaut. Okay. Like home, if you choose to give your employees one. Ja, ja, reißen wir gleich wieder ab, das Ding. Kann ich das wieder abreißen? Hallo, ich hab da nicht drauf gedrückt. Ich möchte das wieder abreißen, das Haus. X. So. Ich möchte das nicht dahin bauen, weil das ist doof. So, okay. Wir bauen einen Shelter, und zwar hier hin. Und dann brauchen wir noch einen Powercore. Den können wir ja mal bauen hier. Hoffentlich können wir einen bauen. Ja, können wir. Okay, alles klar. Aber den gibt es ja erst nächste Runde. So, jetzt nochmal. Wie kann ich den jetzt da zuweisen? Wo habe ich das gerade gemacht, ey? Verdammt. Achso, ja, hier drin habe ich das gemacht. Da drin. Dann dahin gehen. Das ist sein Shelter. Okay, du hast jetzt deinen Shelter, und ich wünsche dir viel Spaß. So. Ist das hier sein Shelter? Kann ich da reingehen? Oh, ist ja süß. Oh, scheiße, da muss ich für die ganzen Leute, die ich jetzt drucke, muss ich dann auch noch Shelter bauen. Ach, je. Das wird lustig. Kann ich jetzt irgendwelche anderen Leute ausdrucken hier? Nein. Kann ich nicht. Wäre natürlich geil. So, was können wir hier noch produzieren? Wir könnten eigentlich noch einen Powercore herstellen. Okay. So, den Rest lassen wir mal über. So. So. Ah, Bildkantine. Ja, wir können noch keine Kantine bauen, weil wir noch kein Dings haben, ne? Wir drücken mal B für Bildmodus. Und hier, wir haben keinen Powercore. Das heißt, wir müssen erstmal die Runde beenden. Sozusagen. Was denn jetzt? Aha, okay. Ja, da kannst du natürlich dich ordentlich mit den Leuten hauen hier die ganze Zeit, ne? Kannst du aber auch lassen. Die Frage ist, kann man den Typen dann mitnehmen, wenn man jetzt fighten geht? Das wäre natürlich schon geil. Oh, was denn jetzt? Employee-Bericht, Effizienz 100%, Batterie 260 von 1000. Daily Income haben wir noch keinen. Ein Employee, der ist hungrig, hat keinen Bock, verstehe ich. Okay. Solar panel schematics are now available for construction. Ja, ja. Please build one at your earliest convenience. Ja, ja, wir machen wir gleich. Erstmal bauen wir die Kantine. Damit der nicht rumheult hier. Ja, ja. Canteen is online. Please familiarize yourself with the selection of tasty foodstuffs we are now able to produce. Remember the Cygnus Enterprises Catering Motto. We don't serve it until you pay for it. Genau, dachte ich mir. So, Kantine, was können wir machen? Fruit Juice und Fruit Cake. Wir machen Fruit Cake.
Was können wir noch machen? Processed Meat, okay. Okay, alles klar. Thanks, Boss. Actually, I was just thinking. I might know where the others went. Aha, okay. I just remembered traveling to a research outpost before my disposal. Jetzt erinnert er sich. I only have a rough guess of the location, but it's a start. Warning. Spending excessive efforts to recover the missing crew may not be economical. Das ist nicht ökonomisch. These are people, Pia. They would do the same for us. Genau. Your du bist nur ein blöder Roboter. Unwarranted and adorable. I'll update the world map. Ja, mach mal. So, was macht er jetzt? Jetzt schläft er hier? Bild des Solarpanel, okay. Um ein Solarpanel zu bauen, gehe ich mal von aus. Brauchen wir bestimmt wieder ein Powercore. Nein, brauchen wir nicht. Sehr schön. It seems we picked a less than ideal day to rely on solar rays. Luckily, we have options now. I'll get to work on a wind turbine. Lesson learned. It's always nice to have a backup. If you'd like to continue to improve your combat efficiency, I suggest constructing a factory. It'll allow you to craft your own armor and weapons. Ja, ich verstehe. War das hier die Processing Facility? Nein, das war das nicht. Das ist das Prozess plant. Research Weapon Armors at the Science Lab. Ja, wir sind da schon dran. Hier oben sehen wir übrigens die Übersicht, dass wir wissen, welches Gebäude welches ist. Ich bin ja schon dran. Was haben wir hier? Gasoline Efficiency, ja. Oh, was ist das hier? Okay. Nein! Was tust du? Was tust du? Ja, wollte ich gerade sagen. So. Ja, das hier unten können wir ja noch nicht machen, weil wir ja noch nicht genug Schnatter haben. Und der ist voll am Abkotzen hier. 158 pro Tag. Vorher hatten wir nur 150, also bringt es uns was, wenn Max 23 daran arbeitet. Aber was macht denn der? Wie spät haben wir es denn? Hier rennt er hier bloß rum. Jetzt geht er erstmal essen. Ja, dachte ich mir. Da brauchen wir Grain auf jeden Fall. Okay. Haben wir noch irgendwo eine Frucht? Biomasse. Ach, hier kriegen wir diese Dinger her. Ich lach mich tot, Alter. Och, komm, hör auf, ey. Ah. So, wir müssen mal nach Früchten gucken. Jetzt ruckelt das Spiel übelst. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber was soll ich machen? Wo sind denn hier Früchte? Hier? Ja. Gathering Mastery 3. Sehr schön. Okay, so, das muss reichen. Sonst haben wir keine Dings mehr. So, dann kochen wir jetzt noch ein bisschen was. Und dann, ja. Theoretisch kann ich ja selber kochen, aber ich finde es bei Science, da ist er jetzt, ist Max besser aufgehoben. Die Frage ist, wenn wir jetzt eine Mission machen, ob wir ihn mitnehmen können. So, Grain hätten wir ja noch. Das heißt... Ja. So. Die Frage ist, wie lange hält das? Das weiß ich noch nicht. Können wir eigentlich hier hochgehen? Ja, können wir. Alter, sehr schön. So, was ist jetzt eigentlich mit unserer Energie-Dingsbums? Wir machen 55 pro Tag und wir brauchen 70 pro Tag. Okay. Also, was macht eine Solarzelle? Oder ein Windkraftrad? 10 pro Tag. Also bräuchten wir noch 2. So. Jetzt sind wir plus 50. 15. Genau, alles klar. Wir sind also jetzt strompositiv. Boah, macht übelst Lärm. Das nervt. So, mein Freund. Liegst du schon im Bett? Nee, er macht irgendwas. Irgendwas macht er.
Jetzt geht er schon wieder ins Bett, oder was? Oh, Alter, ey, hier ist was los. Achso, wir müssen jetzt den Tag rumbringen. Ja, alles klar. Machen wir. Ich würde sagen, den nächsten Tag machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, dann weitere Folgen zu sehen, dann macht den Daumen nach oben und zeigt mir damit, dass ihr da Bock drauf habt. Ansonsten lade ich das nicht weiter hoch. Jo, ich wünsche euch was, ne? Bis denn.